Eine Taube, schwarz auf blauem Hintergrund. Sie wendet den Kopf, leuchtend weiß mit dem Ölzweig im Schnabel, mir zu. Umkehr zum Frieden. Das Plakat lädt zur Friedensdekade ein. Dieses Jahr ist es das 40. Mal. 10 Tage im November laden jeweils unter einem biblischen Motto zum Nachdenken und Beten für den Frieden ein. In vielen Gemeinden, auch bei uns in Laubegast und Schachwitz, mit kurzen Andachten, Gesprächen und Impulsen. Auch heute zum Martinstag, dem 11. November. In der Friedenszeitung zur Ökumenischen Friedensdekade 2020 wird von Karl-Heinz Lipp an Martin erinnert. Martin von Tours verweigert den Kriegsdienst. Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen ließ manchen Christen zum Märtyrer werden. Die ursprüngliche Distanz auch der Kirchenväter zum Kriegsdienst veränderte die konstantinische Wende. Die christliche Kirche avancierte zu einem staatlichen Machtfaktor. Christen kämpften nun in der Armee für den christlichen Kaiser. Hoftheologen rechtfertigten den Kriegsdienst und entwickelten die Lehre vom gerechten Krieg. Martin von Tours ist ein Beispiel dafür, dass auch nach der konstantinischen Wende Christen eine pazifistische Grundhaltung vertreten haben. Über Martins Kriegsdienstverweigerung in Worms, Stadt der Vangionen, im Jahr 356 berichtet Sulpicius Severus. Inzwischen waren die Barbaren in Gallien gefallen. Der Cäsar Julian zog in die Nähe der Stadt Vangonien sein Heer zusammen und schickte sich an, den Soldaten das Donativum zu geben. Wie es üblich war, wurden die Leute aufgerufen, bis auch Martin an die Reihe kam. Doch er sah in eben diesem Augenblick den günstigen Zeitpunkt, um für seine Entlassung zu bitten. Er meinte nämlich, dass es für ihn nicht ehrenhaft sei, das Donativum anzunehmen, ohne die Absicht, weiter dienen zu wollen. Deshalb sprach er zum Cäsar: Bis heute habe ich für dich gekämpft. Nunmehr lass mich jetzt für Gott kämpfen. Das Donativum mag der Mann erhalten, der zu kämpfen bereit ist. Ich bin jetzt Soldat Christi. Mit der Waffe darf ich nun nicht mehr kämpfen. Auf diese Worte hin wurde der Tyrann zornig und meinte, Martinus wolle nur aus Angst vor der Schlacht, die für den folgenden Tag angesetzt war, aber nicht aus religiösen Gründen den Militärdienst aufgeben. Doch Martinus blieb unerschrocken. Ja, der Versuch, ihn einzuschüchtern, machte ihn noch mutiger, und er fuhr fort: Wenn mein Entschluss mit Feigheit erklärt wird und nicht mit meinem Glaubenseifer, dann werde ich mich morgen ohne Waffen vor die Schlachtreihe stellen. Im Namen Jesu Christi werde ich mit dem Zeichen des Kreuzes bewaffnet, ohne Schild und Helm, sicher die feindlichen Truppenreihe durchbrechen. Daraufhin befahl man, ihn in Gewahrsam zu nehmen, damit er sein Wort halte und sich ohne Waffen den Barbaren entgegenstellen lasse. Doch am folgenden Tag schickte der Feind Gesandte zur Friedensverhandlung und ergab sich mit Hab und Gut. Christus brauchte seinen Soldaten gar keinen anderen Sieg zu schenken als den, dass die Feinde sich ohne Blutvergießen ergaben und dass niemand getötet wurde. Martin, einer, der umkehrt zum Frieden. Lassen Sie uns in diesen Tagen nach Wegen der Umkehr zum Frieden suchen. Beginnen wir damit nicht weit weg in der Weltpolitik und in den Krisenherden, die weit entfernt sind, sondern in unserer Nähe, in unseren Familien und Arbeitsbereichen, bei uns selbst. Vielleicht hilft uns dabei das alte Gebet, das Franz von Assisi zugeschrieben wird. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt,
dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen.